Karin, das Jahr 2013 liegt in seinen letzten Zügen. Wir sind heute bei dir zu Gast, um einerseits ein bisschen Bilanz zu ziehen über das vergangene Jahr und andererseits einen Vorausschau, einen Vorausblick zu geben in das Jahr 2014. Wenn wir beginnen, wie sieht denn deine Bilanz des Jahres 2013 aus? Meine Bilanz für das Jahr 2013 rückwirkend gesehen war der Jahresregent Mond und unser Quadrat mit Pluto und Uranus. Wir haben gemerkt, dass viele Turbulenzen da waren, beruflich, privat und auch politisch. Und Mond hat uns gezeigt, Familienzusammenkehrungen, alles rund um die Frau, alles was so war in meiner Praxis auch gesehen, auch Umzug, Beruf, Talente, Herausforderungen. Zusammengefasst war 2013 ein Jahr der Herausforderungen und der Veränderungen. Jetzt gehen wir in ein neues Jahr, in das Jahr 2014. Was wird uns denn generell in diesem Jahr alles erwarten? 2014 wechselt der Jahresregent vom Mond in den Saturn im Frühjahr. Saturn bringt uns Verantwortung, Stabilität und Ehrlichkeit. Alles, was im Vorjahr, was uns der Mond ein bisschen aufgewühlt hat, macht jetzt der Saturn quasi mit der Stabilität und der Ehrlichkeit eine Ernsthaftigkeit. Saturn heißt aber auch, Verantwortung zu übernehmen für meine Familie, für den Beruf und ganz, ganz wichtig, in die Eigenverantwortung zu gehen. Saturn ist aber natürlich nicht nur negativ. Saturn zeigt uns einfach auf, wo wir für Veränderungen bereit sind. Dafür können wir uns auf den Jupiter freuen. Jupiter unterstützt uns und speziell das erste Halbjahr ist Jupiter für unsere Familie zuständig. Jupiter ist nämlich im Sternzeichen Krebs und wandert im zweiten Halbjahr dann in Sternzeichen Löwe. Löwe heißt dann im zweiten Halbjahr auch für Selbstständigkeit, Großzügigkeit und so wird uns auch der Jupiter, der Gönner von den Planeten, uns mit den Saturn unterstützen. Das Quadrat Pluto und Uranus bleibt uns weiterhin. Pluto ist das Alte loslassen, Uranus für das Neue. Daher können auch weiterhin Extreme bei dem Wetter auftreten. Alles in allem wird es aber ein sehr spannendes Jahr, glaube ich, oder? Ganz bestimmt. Saturn, wie schon erwähnt, bringt uns Stabilität und Verantwortung und Jupiter unterstützt uns dabei und das Quadrat bringt uns frischen Wind. Dürfen wir auch auf ein Wiedersehen mit dir hoffen im Jahr 2014? 2014 wird es auch für uns Veränderungen geben. Wie gewohnt, am ersten Freitag des Monats wird es für das kommende Monat einen astrologischen Überblick geben.